Heute möchte ich euch mal wieder etwas Süßes zeigen. Pfannkuchen auf zweierlei Art und Weise angerichtet. Einmal als Pfannkuchentürmchen mit Eis und heißen Himbeeren und einmal als Pfannkuchen mit heißen Himbeeren und Sweet Blizzard Eis. Und auch das Eis beim Pfannkuchentürmchen ist Sweet Blizzard Eis. Wie ich diese Leckerei zubereitet habe, das erfahrt ihr in diesem Video. Ich bin Kalle und ihr seid bei Kochst du mit Kalle. Herzlich willkommen! Während die Zutaten hier durchlaufen, kann ich schon mal darauf hinweisen, der Name für mein selbstgemachtes Eis ist ein Fantasiename von mir erfunden. Und wie ich das Eis gemacht habe, das erfahrt ihr in diesem Video hier oben. Und für die Schokoladensauce habe ich amerikanische Semi-Sweet Chocolate Chips genommen. Alternativ könnt ihr aber auch halb Zartbitter und halb Vollmilchschokolade nehmen. Als erstes geht's an die Zubereitung des Pfannkuchenteigs. Dazu werden die Milch und die Eier und der Zucker zusammen verrührt. Dann kommt der Zitronensaft dazu und jetzt wird das mit Backpulver vermengte Mehl eingerührt. Und zum Schluss kommt noch der Esslöffel zerlassener Butterschmalz dazu. Achtung, nicht schlagen, sondern nur verrühren. Jetzt wird der Teig beiseite gestellt und darf erstmal 15 Minuten ruhen. Um kleine, gleichrunde Pfannküchlein zu bekommen für den Turm, verwende ich einen Speisering. Die Pfanne und der Speisering werden jetzt mit etwas Butterschmalz eingefettet. Und mit Hilfe des Speiserings werden jetzt die kleinen Pfannküchlein nach und nach gebacken. Die bereits fertig gebackenen Pfannküchlein werden bei 60 Grad im Ofen warm gehalten. Nebenbei kann in einem Topf schon mal die Milch erwärmt und die Schokolade darin geschmolzen werden. Die Schokolade sollte für meine Variante, also für den Turm, streichfest und nicht zu flüssig sein. Wenn sie noch zu flüssig ist, gebt einfach so viel Schokolade dazu, bis sie dann wirklich streichfest ist. Und dann geht's auch schon ans Anrichten der ersten Variante. Beginnend mit einem Pfannküchlein, dann etwas Schokoladensoße, dann wieder ein Pfannküchlein und das macht ihr so lange, bis euer Turm fertig ist. Wie hoch er wird, das ist euch überlassen. Ich habe hier 4 Pfannküchlein genommen, er soll ja noch einigermaßen stabil bleiben. Die inzwischen in einem zweiten Topf erhitzten Himbeeren werden dann in ein kleines Schälchen gefüllt. Dann noch das Eis zum Turm und mit ein paar Minzblättern verzieren. Und fertig ist die erste Variante. Für die zweite Variante wird ein etwas größerer Pfannkuchen gebacken. Der kommt dann auf einen Teller und die inzwischen in eine Dekorierspritze gefüllte Schokoladensoße kommt obendrauf. Dann noch die heißen Himbeeren und das Eis obendrauf mit Minzblättern verzieren und dann ist die zweite Variante auch angerichtet. Hier die Varianten noch einmal im Überblick. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen und lasst es euch schmecken. Das war's von mir, bis hier. Tschüss, euer Kalle.